Ja, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. In der letzten Folge haben wir diese Nebenmission gemacht, die Blume auf dem Schlachtfeld. Und wir haben jetzt nur noch ein einziges Bonus-Chapter vor uns. Wie komme ich nochmal dahin? Decorations, ach ja. Kann man da nochmal? Achso, ja. Und zwar, wir haben es bis zum Finale schon mal erledigt, bis auf Squad 7's R&R. Was das irgendwie bedeuten soll, weiß ich nicht, aber es ist ein Ausflug. So viel weiß ich. Ha! Ein Ausflug! Various Respite. Ich weiß nicht, was Respite heißt. Entschuldigung. Irgendwas mit Krieger. Jedenfalls. Was ich weiß, ist, dass das hier ein Ausflug ist. Und das ist ja auch als einziges Witz. Ja.緊急招集ってことは何かでかい作戦でも始まんのか。また出撃かよ。あたいらに休みはないんだね。早朝に呼び出してすまなかった。第7小隊の諸君に至急伝えたいことがあってな。先のコーデリア姫誘拐事件は第7小隊を筆頭に義勇軍の活躍によって。ich habe mal gar nicht geguckt, wann dieser Report hier stattfindet, egal. その功績が認められ、我々に特別休暇が与えられた。でも、プリンセスに。良かったな。マジかよ。すげえぜ。良かったです。イサラ、レイプだ。それだけではない。ランドグリーズ家が所有している海岸の使用も特別に許可された。つまり プライベートビーチで思いっきり羽を伸ばしてこいということよ。本当かよ。あのお姫様も粋な計らいをしてくれるぜ。浜辺を丸ごと貸し切ろうだなんてリッチだね。ねえ、どうしよう、ロジ。私水着なんて持ってないよ。じゃあさ、あたいと一緒に買いに行こうぜ。 あんたにぴったりのやつを選んでやるよ。うん。海なんて何年ぶりかな。イサラ、楽しみだね。はい。準備が整い次第出発する。思いっきり休暇を満喫するように。以上、解散。 Tja, Sekka war zu der Zeit nicht. Der könnte auch eine Pause gebrauchen. Der ist schon ein paar Mal verreckt. The Beachside Holiday. Ja, das hier ist ja immer noch ein Anime-Spiel. Das heißt, Strandszene muss sein, natürlich. Anime-Strandszene ist immer, ja. Oder wie ich es auch nenne, Fanservice. Genau. Okay, ich wusste, dass er einen bekloppten Schwimmanzug hatte, aber das hat mich jetzt auch überrascht. Welki, この水着、老人にすごく勧められて思わず買っちゃったんだけど、ちょっと私には大胆だったかも。 どうかな。変じゃない。うん。すごくいいと思うよ。本当に？え？あ、いや、その、そう、白翼カモメみたいで素敵だよ。白翼カモメ？白が鮮やかでいいよね。それって褒め言葉なんだよね。もちろんだよ。 白翼カモメは僕が一番好きな。そっか。ありがとう、ベルキ。いや、まさに、ウィマン、フラウン、ロムクリック。何、デレデレしてるんだよ、隊長さん。全くお熱いことで。ロージー、隊長のためにそんな派手な水着着ちゃってさ、けなげじゃないか。ロージーが選んだんでしょ。こら、待ちなさい。
イサラじゃないか。楽しんでるかい。はい。一緒に海に来るのは久しぶりだね。はい。イサラは泳ぎが苦手だったね。浮き輪を絶対離さなかったもんな。無理に連れて行こうとすると放泣するしね。兄さん、それは小さい頃の話です。ごめんごめん。今は泳げるようになったのかい？それは 秘密です。 So viel Fanservice. Days forever gone. Die Tage liegen schon längst vorbei sind. Für ein kurzer Part. Also ich mache noch irgendwas anderes. Naja, gut. Wo ist ein Lago und Barot? Und der Rest ist Quatsch. Oh Gott, es ist auch hier. おじいさんみたいなこと言うのね。おじいさんって、お前。あら、今のあなたの発言は十分おじいさんだったわよ。たぐよ。 そういや、お前は泳がなくていいのか？泳。あ、ファダム。私は。水着を着て走り回れる年じゃないの。お前だって俺と同じようなこと言ってるじゃねえか。あなたは入隊したときから変わらないわね。向きになるところもそのままだわ。お前の口が達者なところもあの頃から全然変わってねえよ。 お褒めに預かり光栄ね。そういや、入隊直後に仲間のみんなで海に行ったことがあったよな。ええ、みんなで貝掘り競争をしたのよね。ダルゴったら一つも掘れないの。そうそう、あの時は傑作だったよな。フレデリックのやつがズブズブになるまで。フレデリックの話はやめて。 すまね。私こそごめんなさい。頭を冷やしてくるわ。エレノア。Ja, zu dem Zeitpunkt, in dem man das wahrscheinlich kaufen konnte, die Episode, hätte man sich noch gewundert. Aber jetzt wissen wir, was da los ist. Ja, ein merkwürdiges Paar. Zehn Minuten. Kann ja noch ein bisschen shoppen gehen. Oh, ich weiß, was ich mache. Isara, pass! Kochi ni boru o masu da. Isara, attack, attack! Hai! Hans, attatte shimaimashita ka? Gomen nasai. ハンスに当ててやんの。あら、一人なの？みんなと遊んでくればいいじゃない。いや、あたいはいいよ。相変わらず素直じゃないのね。あんたこそわざわざ海まで着いてくるなんて相当暇なんだな。 Ich glaube, die hat einfach zu viel Freizeit. まったくよね。どうせ海に来るなら彼氏とでも来たかったわ。へえ、あんたに彼氏なんかいるんだ。羨ましいね。どうも。でも
私もあなたたちを羨ましく思う時がよくあるの。ガリア軍をたくさん取材してきたけど、あなたたちみたいな部隊は他にはないわ。本当の仲間って、きっとあなたたちみたいなことを言うのよね。Jetzt wahrscheinlich nicht mal irgendwie den Rest des Quads gesehen, sonst wird die sowas nicht sagen. Dann wird die denken, wir sind auf dem Ära. Sa, itte kinasai yo. Minna matteru wa yo. Che, shouga ne na. Ma, kareshi mochi no onna to hanashitete mo tsumannei shi. Itte yaru ka.不器用なんだから。あんたたち、あたいも参加するよ。お、頼もしい助っ人が来たぞ。ロジー、イサラとチームを組んでくれないか。あ、ich glaube, da ist sie noch eine Rassistin。イサラ、あたいの足を引っ張るんじゃないよ。はい。ロジーさん、よろしくお願いします。よし。イサラ、ボールを投げな。はい。あたいに当ててどうするんだよ。投げるのはあっちだろ。ロジーさん、当たってしまいましたか。ごめんなさい。Personal Tapas bin updated. Ja, und das war's neben den ganzen Nebenquests. Ei, ei, ei. Dann würde ich mal sagen, wir gehen noch mal zum Hauptquartier und weiß nicht, mal einmal viel Erfahrungspunkte. Ich kann einmal zeigen, was ich auf Screen hier noch ein bisschen gemacht habe. Ich habe ein bisschen die Einheiten trainiert und nebenbei.Habe ich auch fast alle Waffen geholt. Geil war. Finde ich nur irgendwie blöd, dass man jetzt noch nicht alles kaufen kann. Also waffenmäßig habe ich jetzt alles. Mit Panzer brauche ich jetzt unbedingt nicht. Was? Also ja. Nur Erfahrungspunkte. Mäßig reicht nicht alles. Aber egal. Allianzhalle haben wir glaube ich nichts. Können wir mal hier hingehen. Vielleicht ist ja der alte Mann wieder da.Wir haben jetzt ein bisschen Erfahrungspunkte und die paar Erfahrungspunkte jetzt sind auch egal. Ja, mata atta ne. Kyou wa Medic Request. Eisei yōsei o kono order wa yūgun ni eisei hei yōsei shite. Damit können wir eine Einheit kyūshitsu shite morau mono da. Können wir eine Einheit auf der Karte einfach so zurückziehen lassen, wenn die kaputt ist. 15.000 nur? Okay. Dewa mata au. Okay. Ich glaube, wir hätten schon viel früher von denen ein paar Sachen holen sollen. Erfahrungspunkte mäßig ist ja richtig schwer hier. Die Scout habe ich, glaube ich, auf Level 20. Und weiß ich nicht. Er kann uns gar nichts mehr beibringen. Okay.Wer kann ich ja gleich zeigen? Trading Field. Müssen eigentlich irgendeine Einheit noch auf 20 bekommen. Nicht auf 20, aber aufleveln. So. Ne, auf 19 habe ich nur noch. Boah, keine Ahnung. Ich kann irgendeinen garantiert aufleveln. Die haben sogar schon ihre vierte Potenzial, was richtig nice ist. Double Movement. Ja, wahrscheinlich zu.Of being able to move twice, können sie. Blah, what? Jedenfalls haben die eine Chance, wenn sie alle ihre Punkte, also ihre Laufpunkte verbraucht haben, ihre AP, dass sie sich dann nochmal bewegen können. Das ist richtig nice. So, ich muss mal kurz gucken. Die Ingenieure könnten vielleicht 20 oder 40 vielleicht brauchen.
bekommen. Die haben noch nicht auf 40, die müssen dann auf Level 20 bekommen. Also los. Bams. Level 20 ist so ein Maximum, oder? Ingenieure sind Level 20 und sind jetzt Meister. Geil. Wenigstens eine Klasse voll hoch geballert. Was haben wir denn alles? Ultimate Defense. Große Verteidigung, Double Action. Wir können zwei Aktionen machen. Invincible. Geil. Die ganze DW sind schon mal überpowered. Ich sagen, tu mal, nein. Diesen Sniper noch ein bisschen hochleveln und das war's dann. Dann würde ich mal sagen, ich muss mal kurz mal gucken bei Welkin. Der hat doch jetzt bestimmt auch ein neues Potenzial bekommen. Sibling heißt, oder? Man nimmt Darkstens an, ihr weiß, Taus, das Ablitz, Change, nee. Hier ist er, oder? Egal. Ist schon, was ich meine. Alles klar, dann haben wir jetzt 16 Minuten. Das ist immer noch zu wenig. Gehen wir schon mal zum letzten Kapitel. Shadow of the Valkyrie. Ja. Da sieht man... Ich sehe gar keine Karte. Okay. Na gut, ich sehe gar keine Kampfkarte. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir gucken uns mal Personal Tab an, weil das haben wir ja noch nie anguckt. Ja, man sieht es auch. Hier stehen alle möglichen Informationen. Change Outfit. Mal in den Klamotten. Und in seiner Uniform. Oh Gott, den Badeanzug. Manchmal steht das schon alles. Jo. Okay, da kann man sich die ganzen Informationen angucken, wenn man will. Die müssen noch ihre Brühe-Klamotten haben, ja. Valkyria-Modus. Und im Badeanzug. Da rechts kann sich jeder die Informationen mal anschauen, wenn er will. Wenn er auch Englisch kann und so. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, das wird doch ewig dauern. Folio. Was auch ein Outfit? Ach ja, auch so ein, ja. Okay. Eleanor. Was du noch? Ach so, ja. Und so weiter, okay. Lago Potter. Nehmen wir noch den ganzen Nachnamen, die man vorher nicht gesehen hat. Der hat gar kein Alternatives. Richard Stark. Rosie, ja. Falls noch niemand ihren echten Namen wusste, ne? So, Säcker. Haben wir in seiner normalen Kleidung noch, ne? Jo. Kreis. Oh, den hat man noch gar nicht gesehen hier. Ohne seine Uniform. Irgendwie komisch aus. Leon Schmidt, ja, das ist hier der fuchsgesichtige Typ. Hans, natürlich. Cordelia G. Randgris. Moritz von Borg. Ach so, der Charles hier. Ja, der Dicky, der ist tot ist zum Glück. Martha Liponen. Ach so, ja. Boah, wer war nochmal die Tante? Marthas Baby, oh Gott. Marthas fünftes Kind. Also, das ist vielleicht ein Hauptcharakter von nächsten Teil. The Drill Instructor, ach so, ja. The Ancient Man, Age 52. Okay. Wer das ist, würde mich mal interessieren. Ich weiß das leider nicht mehr. Belgen Gunter, ach so, der Vater. Timer. Ach ja, Isaras Vater, Frederick. Der Freund von Lago und Barrot. Jetzt kommen die ganzen Squad-Mitglieder. Kevin, die Toastmaschine. Von denen kann man auch, glaube ich, alles Informationen freischalten, aber ich weiß gar nicht wie. Kobe, Selenas, ja, ich
Ich überspringe einfach die. Die war nicht im Team am Micah Hawkins. Weiß Engelbart, den haben wir. Wendy Chestlock, ja, die Terroristin. Andy Nelson, der Fanliebling. Aisha Neumann, 12 Jahre alt ist sie. Mein Gott. Kann man nicht irgendwie noch mehr Informationen? Da waren noch nicht alle. Jane Turner, Dorothy Howard, Nina Streis, 29. Hermes Kissinger, Melville Young, Ted Ostino oder Ostinov, Wavy und Darkson, die haben keine Nachnamen. Montley Leonard, Nose Watchwood, Worf, Nancy Dufour, ja. Ramona Linden, glaube ich auch mal im Team, oder? Susie Evans, eine Hauptcharakter im Anime, wenn ich mich nicht irre. Fraser York, Juno Corrin, auch bei uns. Sherry Stijnen, okay. Eika Thompson, John Walker. Was? Muskeln haben ihn zum Mond geschickt, was? Okay, ich tue es einfach mal. Mal springen. Nils Derden. Theod Bohr. Walter Nash. Hector Kelly. Rosina Selden. Joko Martens. Elias Moore. Die mag ich. Herbert Nielsen. Die mag ich auch. Carl Lanzard. Homer Perrin, der ist glaube ich auch ein wichtiger Charakter im Anime. Dallas Ward, die mag ich auch. Ramsay Clement, die finde ich irgendwie nur merkwürdig. Nadine. Claudia Mann. Oscar Billard. Cesare Rigard. Rigard für was denn? Marina Wolfstan. Auch ein Fanliebling, glaube ich. Catherine O'Hara. Eine Medic, ja, Medizinerin, die stärkste im gesamten, ja, Maximilian, den geht's auch noch in den Kragen bald. Servaria, ja, wahrscheinlich in der Valkyren, ja, immer so und wahrscheinlich, ne, keine leuchtenden Augen. Oh, okay, Rady Jäger, ja, die haben wieder einen riesigen Text, ja. Berthold Gregor, eigentlich cool aus, der Typ, aber ich mag den nicht. Georgios Geld. Ambassador. Wer war das nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Ach ja, der Prinzessin entführt hat, glaube ich. So. Wow, Weaponry haben wir auch noch. Mein Gott. Jetzt können wir jede einzelne Waffe nachgucken. Da gehe ich jetzt einmal ganz durch. Und fertig. Matt, was ist das denn? Die Waffe habe ich nicht. Da ist, glaube ich, von Silvaria, oder? Ja, stimmt. Quite rare, Silvaria, Bless was the only one. Ich gehe doch nicht immer hier einzelne Waffe hier durch. Hier können wir mal gucken. Tank Destroyer. Heavy Tank, ja. Noch mal zum Glossary. Boah. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir die Episode noch 8 Minuten irgendwie so gefüllt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Valkyria Chronicles. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!